Mein Name ist Laila. Ich bin Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin und arbeite im Funktionsdienst der Anästhesie. Meine täglichen Aufgaben sind relativ breit gefächert. Patienten einschleusen, Patienten während der Narkose überwachen, Narkoseausleitung, aber auch außerhalb des OPs, Betreuung der Schockräume, Kreissäle. Wenn auf dem Gelände Notfälle sind, sind wir auch dabei. Mein Name ist Wolfgang und ich bin Fachkrankenpfleger für Anästhesie Intensivmedizin und arbeite hier in der Klinik für Intensivmedizin, unter anderem auch im Pool. Da ich bei der Zeitarbeit viele Stationen oder Krankenhäuser kennengelernt habe, ist das UKE für mich tatsächlich das Krankenhaus, wo ich dann auch später in der Vollzeit hier anfangen wollte und habe es noch nicht bereut. Ich bin Ann-Sophie. Ich bin Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für Intensivpflege hier am UKE. Für mich war besonders attraktiv, dass wir hier ein Haus der Maximalversorgung sind. Dementsprechend viele auch sehr spezielle Verfahren und Behandlungen hier durchführen. Ich bin Dennis, ich bin Fachkrankenpfleger im Bereich Anästhesie. Ich bin außerdem Fachverantwortlicher in einem gewissen OP-Bereich. Ich habe in der Notaufnahme angefangen, ich wollte gerne in Uniklinik. Ich habe dann so Bewerbung geschrieben und hier wurde ich mit offenen Armen empfangen. Ja, bin dann in die Anästhesie gewechselt und habe da meine Fachweiterbildung gemacht und habe es bis heute nicht bereut. Wir fördern die Akademisierung der Pflege, gerade Richtung Pflegeexperten, weil wir auch Experten in der Patientenversorgung brauchen, weil unsere jungen Kolleginnen letztendlich auch Expertinnen an ihrer Seite benötigen. Meine Einarbeitung habe ich als sehr positiv in Erinnerung. Ich bin relativ schnell durch die Bereiche durchrotieren können und das UKE war sehr gut vorbereitet auf mich. Die Fachweiterbildung habe ich an der UKE im eigenen Akademie abgeschlossen. Und ab November bin ich im TNT-Training dabei, also Teamnotfalltraining. Wir haben hier ein Konzept, das nennt sich TNT, das ist eine Erfindung hier vom UKE, Team Notfalltraining, wo man gemeinsam mit Ärzten praktisch dann die Herz-Lungen-Wiederbelebung nach dem neuesten Stand halt eben trainiert und übt. Wir haben auch ein Simulationszentrum, da werden alle Mitarbeiter richtig trainiert. Es ist für mich auch sehr schön zu sehen, wenn ich dann diese kritisch kranken Patienten auch manchmal sehr lange betreut habe, für lange Zeit mit begleiten durfte und dann diese Patienten auf dem Weg der Besserung sind. Und das ist für mich ein sehr schöner Aspekt dieses Berufes und lässt mich dann auch lächeln. Gerade in der Intensivmedizin ist die interprofessionelle Zusammenarbeit gerade zwischen Pflegenden und Ärzten extrem wichtig. Wir agieren ja als Team, um den Patienten weiter zu betreuen auf seinem Weg zur Besserung oder sogar Heilung. Und das geht nur zusammen und deswegen ist die Zusammenarbeit nirgendwo so intensiv wie auf der Intensivstation. Was ich sehr gut finde, ist, dass der Arbeitgeber hier großen Wert auf Gesundheitsprävention legt, das muss ich sagen. Dass wir zum Beispiel auch Peer-Berater haben, das heißt, wenn schlimme Ereignisse sind, Leute unterstützt werden, nicht alleine gelassen werden, auch Gesundheitsprogramme hier laufen, damit die Leute in die Stresssituation gut bewältigen können. Das ist das Besondere hier. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, im UKE zu arbeiten, weil man viele Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, viel kennenlernen kann an Fachgebieten und vor allem, weil man auch gefördert wird, wenn man es möchte. Ohne interprofessionelle Zusammenarbeit, insbesondere aus dem Bereich der Pflege, wäre das, was wir jeden Tag leisten, nicht möglich. Wir sind auf eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit angewiesen und das ist das, was wir uns jeden Tag hier vornehmen und wie wir antreten und auch auftreten, nämlich als Team zusammen, interprofessionell. Mein Job ist einfach super, super vielfältig. Wir haben sehr viele Einsatzbereiche, viele verschiedene Fachbereiche. Wir arbeiten eigentlich mit fast jeder Fachrichtung zusammen. Unser Einsatzort ist nicht nur ein einziger Ort, sondern wir sind überall im UKE unterwegs, was einfach sehr abwechslungsreich und spannend ist.
die Arbeit mit meinen Kollegen und am Patienten. Das ist mir wichtig.